Boss-Time in Kirby's Dream Land 3. Der Boss heißt Poncon und es scheint ein Doppelpack zu sein. Was geht hier ab? Ein Tanuki und ein Waschbär. Mario und Luigi. Oh, du bist also... Oh, ihr beide seid der Boss? Okay, dann muss ich euch einfach nur abtreffen. Bam! Leider sterbe ich jetzt. Na gut, wenn die zu zweit kämpfen, dann fände ich das nur fair, wenn ich auch zu zweit kämpfe. Gui, du musst mir jetzt mal helfen. Man kann Gui sagen, was er tun soll, indem man A drückt. Also die Taste, mit der man ihn ruft. Bei mir ist es A. Aber es funktioniert nicht immer sehr gut. Zumindest in meiner Erfahrung. Wir sind zu viele Gegner, aber wenn ihr mehr als zwei Gegner, also wenn ihr zwei Gegner oder mehr einsaugt, dann macht ihr einen größeren Star, den ihr verschießt. Und ich weiß nicht, wie ich Gui sagen soll, dass er mal Gegner aufsaugen soll. Ah, nein! Verdammt! Ja, das ist das Problem. Gui ist kein guter KI-Charakter. Also die KI kann hier nicht gut spielen. Er ist eher nützlich für Multiplayer. Zwei Spieler zum Beispiel, aber... Oh, einen habe ich! Oh, maybe ist das noch möglich, Wo ist er, Nein, das war er gar nicht! Wo ist er überhaupt? Den Tanuki haben wir. Und den Waschbär nicht, da ist er. Bam! Da unten sehen wir seine Leben. Viel hat er nicht mehr. Mach Bumm, mach Bumm! Zack! Komm, ein Leben! Wir aber leider auch. Ist da hoch? Muss mal ein Baby schnappen. Oder zwei, wie auch immer. Wo ist er? Wo ist er? Er will einfach nicht kommen, ne? Da ist er! Nimm das! Oh yeah! Ja, das war ziemlich cool. War aber auch nicht so unbedingt schwer. War halt das gleiche Konzept wie diese beiden Kugelgegner mit ganz vielen bunten Steinen. Die kennen wir alle. Ich weiß auch nicht, wie die heißen, aber die in den meisten Kirby spielen. Ihr wisst, was ich meine. Die immer diese Blöcke von links nach rechts schieben und immer weiter. Ja, das ganze Böse aus Sand Canyon ist nun erloschen. Darauf wird es mal getanzt, yeah. Aber nur ein kurzer Tanz. Denn wir waren nicht wirklich gut im Kampf. Ich sag ja, Gui ist nicht gut. Gui, wo er Baddie. Okay, das war nicht lustig. Whatever. Level 4. Cloudy Park. Yay! Juhu! Hey, Leute! Seid ihr noch hier? Das geht ja gar nicht, mich einfach hier als Kugel liegen lassen. Nur weil du lieber mit dem Vogel spielen willst. Hier ist aber eine Super Mario Feuerblume. Was zum... Was geht denn hier ab? Wir fangen das Level direkt an mit einem Pilz. Okay. Okay, dann können wir auch schon mal hier wegputzen. Oder wir springen drüber. Wenn es klappt. Wenn wir skilled genug dafür sind. Wie ihr wisst, bin ich das eigentlich nicht. Wow. Und leider fehlen mir gerade die Leben. Okay, hi Rick. Ich meine, lieber habe ich Rick als nicht Rick zu haben, oder? Ich schätze. Bam, bam. Uah. Uah. Dich nehme ich mal. Komm mal her. Mache ich nämlich den hier. Dann renne ich in den Gegner rein und drehe mich kurz vorher noch schnell mit dem D-Pad um. Um Damage schön machen zu können. Bam. Oh, die Gegner, die sind nicht toll. Wenn man die versucht aufzusaugen, dann werden die richtig aggressiv. Und das hier in der Hitbox? Was? Du willst mir allen Ernstes sagen, dass das Ding eine Hitbox hat? Wow. Ja, da hat man es auch gerade wieder gesehen. Na gut, das wusste ich nicht. Ich dachte, es wäre safe to go, aber war es nicht. Whatever. Ich meine, Rick ist jetzt nicht der Beste von den Enemy Buddies, meiner Meinung nach. Ich meine, Nago existiert hier. Und mit ihm können wir piu 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 schießen. Das finde ich eigentlich ganz cool. Der hat ganz coole Abilities. Und außerdem kann er dreimal springen. Das sind so kleine Jumps, aber sind auf jeden Fall super hilfreich. Was findet ihr eigentlich besser? Einen großen Jump oder
drei kleinere Jumps, mit denen man aber, meiner Meinung nach, sich besser orientieren kann und nochmal Fehler ausbessern kann, wenn man gerade irgendwo rein springt und fliegt aber in den Abgrund. Oh nein! Und dann machst du aber nochmal ganz anders. Und warum ist da... Na egal. Sah ein bisschen komisch aus mit der Wolke. Hä? Ist das hier... Buddy Paradise? Ah, das ist cool. Das ist cool. Wie so ein Bumerang schießen wir den Vogel. Na wohl? Ich möchte lieber die Feuer-Ability haben. Ist das gleiche, nur meiner Meinung nach irgendwie cooler und besser und... Auto! Scroll-Level! Oh no! Ich weiß nur noch nicht, was die Challenge ist in dem Level. Ich hatte das Gefühl, wieder irgendwas mit Blumen, aber... Noch sehen wir keine. Wenn wir welche sehen, dann... Schaue ich erstmal nach, was wir tun müssen, weil... Nicht, dass ich das Falsche tue wieder. Und ja, hier war wieder Indiana Jones Moment. Oh, der Boden geht aber kaputt! Und da oben ist ein Fake Kirby! Nein, Kirby, renn! Pass auf! Pass auf, Kirby! Ich hoffe, er wurde nicht getroffen. Oh, Chuchu! Ja, sorry, Pitch, du bist am nächsten Mal wieder dran. Bestimmt. Vielleicht. Vielleicht auch nicht, keine Ahnung. Wir machen wieder... Ne, komm, nehmen wir dich. Denn so können wir uns zumindest im Nahkampf besser wehren. Und da... Wie kommen wir da ran? Ach so. Einfach so. Oh Mann. Was auch immer. Ah, Spinne. Spinni, Spinni. Dö, 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 dö. Ist noch mehr Spinnen. Noch mehr Spinnen. Aua. Da ist nicht mal was. Die lassen mich das alles machen. Für nichts. Aua. Vielleicht müssen wir auch echt von allem treffen, oder? Naja, was soll's. Ich möchte mich eigentlich noch gerne ein bisschen hier umschauen. Hier ist zum Beispiel ein One-Up, wo man aber leider sich dreimal treffen lassen muss, wenn man nicht ist, um es auch wirklich zu bekommen. Boah. Also gut spiele ich hier nicht. Aber ich habe ja auch nie behauptet. Ja, wo gehen wir lang? Gehen wir mal wieder hier lang. Denn hier sind wir unverwundbar für eine kurze Zeit und das wird bei meinem Skill ziemlich nützlich. Dun, 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 dun. Aber ich muss schneller sein. Ah, egal. Ich muss schnell hoch. Oh, das brauchen wir, das brauchen wir, das brauchen wir. Ah, full health. Ah, wunderbar. Komplett voll geheilt. Und noch ein paar Sternchen nebenbei eingesammelt. Denn wir wollen ja mehr One-Ups haben, weil wenn ich Game Over gehe, wäre das schon ziemlich peinlich. Also mein Ziel ist es, nicht einmal Game Over zu gehen in dem Spiel. Und, das sah grad... Das sieht komisch aus. Ich glaube, man soll da gar nicht landen, aber wegen meiner Animation ist meine Hitbox klein genug. Hallo, Kain! Yay, mein Fisch! Mein Fischi-Fisch! Oh, Kuh gibt's ja auch, aber... Wir wissen alle die Antwort. Zumindest bei mir. Yeah. Du, du, du. Ah, runter, runter, runter! Boah, es war aber knapp. Nächstes Mal musst du besser aufpassen, ja? Nein, der arme Gegner. Der hätte ich schon noch gerne aufgesaugt, aber... Wie denn, wenn er weg ist? Ah, verdammt! Nein! Pff, klatsch. Aber den krieg ich jetzt. Den kriege ich jetzt. Die Ability finde ich einfach besser und cooler und alles. Aber ich lasse mich gerade so oft treffen. Hier muss man eher unten drücken. Also halten. Den Knopf halten. Um da wirklich unten durchzukommen. Und verdammt, ich sterbe gleich noch. Du, 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 du. Sag euch nur das mal nebenbei. Eure Fische sollten keine... Glühbirnen verschlucken. Kirbys ist was anderes, aber Glühbirnen, haltet eure Fische fern von Glühbirnen. Ich sag's euch, wenn ihr die verschlucken, dann sind sie zu stark. Das wollt ihr nicht. Ich hoffe, ich soll die diesmal kaputt machen. Wenn nicht, mal habe ich jetzt gleich das Ganze... Ist doch gar nichts passiert. Hä? Weiß nicht, was er meint. Dann darf ich jetzt das ganze Level nochmal von vorne machen, das wollte ich sagen. Aber
Ich glaube, ich soll die alle nicht berühren. Ich schreibe das selber nochmal neu. Dachtest du, ich kann einfach zurückspulen? Ich habe das selber neu geschaut, wollte ich natürlich sagen. So, und ich glaube, ich soll die nicht kaputt machen. Und wow, das ist echt schwerer, als man denkt. Vor allem mit Kain. Lass uns mal ohne Kain machen. Ohne Kain ist es auf jeden Fall besser. Denn Kirby kann ja einfach unendlich puffen und rumfliegen. Oh, wow, das ist böse. Mal gucken, was wir bekommen. Yeah. Knapp, aber wir haben's. Nee, ganz ehrlich, ich glaube, wir sollen die nicht kaputt machen. Hier sind so viele von denen. Das würde mich tatsächlich wundern. Aber der Grund, warum ich zurückspule und nicht das Level komplett neu mache, ist einfach, um Zeit zu sparen. Nicht, weil ich so schlecht bin, dass ich die ganze Game Over gehen würde oder so, aber... Ich wollte es halt trotzdem mal erwähnt haben, weil... Es ist einfach... Es ist wirklich einfacher und gechillter. Wenn man es kann, dann mache ich das. Und ihr wisst gar nicht, wie oft ich zurückspule, wenn ich privat spiele. Huiuiui, das ist eine ganz andere Geschichte. Aber na gut, bist du glücklich, dass wir alle am Leben gelassen haben? Ernsthaft? Wir sollen alle kaputt machen? Okay. Aua. Okay, bist du da zufrieden? Hä? Okay, vergesst einfach alles, was ich gesagt habe. Wir sollen nämlich, warum auch immer man dann Kai nehmen kann, wir sollen Kuh nehmen und mit ihm hier die Putz-Ability bekommen, weil hier sind auch über die Hexen, deshalb sind die auch hier. Denn wir sollen die nicht zertrampeln, wir sollen sie putzen. Aber nicht so stark wie hier. Hat niemand gesehen, wie ich die kaputt geputzt habe? Einmal nur. Einmal zack. Ich weiß auch nicht, wie man darauf kommen soll. Das musste ich nachschauen. Wenn man es nämlich ohne ihn macht, macht er einfach nur kaputt direkt. Ja. Mann. Deshalb nimmt Q dafür. Der macht es nämlich sorgfältig und vorsichtig. Kirby ist zu stark. Ja. Warum auch immer man dann keinen nehmen kann. Außerdem, ihn überhaupt erstmal hier hinzubringen, ist super schwer. Weil ihr wisst ja von vorhin diese Steine, die einen verfolgt haben, wo man immer sich dazwischen verstecken muss. Mit Q irgendwo runter zu gehen, so Plattform, ist total schwer. Du musst wirklich perfekt mittig stehen. Also ganz viele Safe States loaden später. Hat es dann geklappt. Oder halt zurückspulen. Habt ihr jetzt auch gerade gesehen. Um es kurz zu demonstrieren. Wie gesagt, ich spiele jetzt hier auf Nintendo Switch Online, falls ihr das auf einer echten Konsole spielt, auf SNES zum Beispiel. Dann viel Glück und viel Spaß. Bin froh, dass ich das nicht unbedingt tun muss. So, und jetzt gib mir dieses blöde, verdreckte Ding und lass mich bitte für immer in Ruhe, ja? Das hat wirklich übelst genervt. Aber es soll ja auch nicht einfacher werden. Es wird nur noch schwerer. Was sollst du darstellen? Hm? Oh, what? Oh, das ist trippy. Das ist komisch. Aber nicht unbedingt schlecht. Wie sieht das eigentlich mit ihm aus, wenn ich die Ice-Ability habe? Oh, dann schießt er so Spikes. Oh, das ist cool. So, so Kristalle. Bam. Okay. Na gut, das kennen wir ja schon. Mit dem Paris. Oh, nice. Nice Viererkill. Das brauchen wir jetzt nicht. Interessantes Levelkonzept hier. Einfach auf so einer Wolke. Hat man das schon mal irgendwo in Kirby gesehen? Das ist vor diesem Spiel, glaube ich, nicht. Oder ich habe es wieder vergessen. Das kann natürlich auch sein. Na, du versteckst dich hier, ne? Denkst du, ich sehe dich nicht? Wenn du das denkst, dann denkst du falsch. Aber mit Chuchu wird es doch am schwierigsten. Ich glaube, mit Pitch könnte es, wenn dann noch okay sein. Ich nehme mal Pitch. Oh, schaut euch das mal an. Ich mühle ihn so ein bisschen. Oh, das sieht lustig aus. Bah, Mann, alles hier kaputt. Bloß kein Elektro nehmen mit Pitch. Das ist meiner Meinung nach keine gute Ability. Aber ich weiß, dass es Fans von der Ability gibt, deshalb... Ja, tut, was ihr wollt.
Ihr könnt tun und lassen, was ihr wollt. Ihr seid ein freier Mensch. In einem freien Land. Na gut, es kommt drauf an, in welchem Land ihr seid, aber... Deutschland ist ein... Okay, komm, ich lass es. Ich lass es. Hier in Cloudy Park. Finden wir heraus, ob man wirklich in der Luft leben sollte. Hier in den Wolken. Könnte man hier ein Haus bauen? Weiß ich nicht. Könnte man hier überhaupt genug essen und trinken finden? Also trinken eventuell, aber essen? Für die Vögel, I guess. Weißt du, ob die Kannibalen sind, die Vögel? Ich weiß, das sind immer die wichtigen Fragen, die ich mich hier stelle. Beziehungsweise mich frage. Ja. Ich habe das rausgefunden, wenn man hier gedrückt hält. Und manchen von denen. Ja, muss das richtige Timing haben. Aber wenn man gedrückt hält, dann kann man da so einen High Jump machen. Da gab es ja mal früher so eine Ability, aber die gibt es in diesem Spiel nicht. Die Ability gab es, glaube ich, auch nur in... Kirby's Adventure oder so. Oh, das sind aber schöne Sterne. Darf ich die haben? Aua. Ja, aber nur für einen Gegentreffer. Na gut. Den muss ich wohl hinnehmen. Lass mich bitte in Ruhe. Ihr könnt ja gerne aus euren Yoshi-Eiern schlüpfen, aber... Dann lasst mich da bitte aus dem Spiel. Auch wenn ich gerade ein Spiel... Naja, wie auch immer. Da sind wahrscheinlich überall Sterne drin, aber die interessieren mich jetzt nicht. Die hier, die sind aber super einfach zu vergessen. Deshalb nehme ich sie so schnell noch mit. Jetzt reicht's. Nein! Oh, nice. Toll. Wie hab ich das noch bekommen? Na, wie auch immer. Hier kriegen wir noch die Stone Ability, aber von der bin ich jetzt kein riesiger Freund. Die finde ich halt persönlich einfach ziemlich boring. Aber... Ich meine, ja gut, mit der kann man viel Damage machen und... Mit Smash ist sehr nervig. Man kann damit rumrollen. Die Ability ist noch ganz nett. Mit der kann man einfach in den Gegner reinrennen. Ja, wie auch immer. Aber ja, irgendwie sind die Level länger geworden. Oder ich bin einfach nur schlechter geworden. Oder Level sind schwer. Es dauert irgendwie länger als sonst. Das will ich da mit sagen. What? Da ist doch Luft. Da kommt doch Luft von unten nach oben. Ich dachte, dann bin ich safe und kann da nicht runterfallen. Leute, glaubt nicht allem, was ihr seht. Ihr seid bei sowas nicht safe. Oh, aber die Feuerability ist sehr nützlich, weil du kannst einfach... Bam! Die ganze Zeit spammen. Nur wird sie immer kürzer, je öfter man sie spammt. Wie ihr seht. Deshalb einmal kurz anhalten und dann haben wir wieder volle Energie. Mehr oder weniger zumindest. Oh, was? Okay, ich brauche hier auf jeden Fall die Peaks Ability. Dann werde ich den Fugi runterbekommen. Ja, das werde ich dann wohl schnell nochmal nachholen. Oh, by the way, haben wir die Ability eigentlich schon mal gesehen mit ihm? Das ist cool. Das gefällt mir. Ganz ehrlich, ich hätte von Anfang an einfach mit Nago das Level durchspielen können. Weil mit ihm kann man so krass durch das Level durchrushen, ne? Oh, sorry, ich hab dich zerplattet. Nee, wir haben ihm geholfen. Ihn juckt das nicht. Also nun... ist die Mama. Das kleine Wellehühnchen zufrieden. Juhu. Yay, Leute, in der nächsten Folge... perfekt. Geht's dann weiter hier im Cloudy Park. Ich hoffe, ihr seid bereit dafür. Denn ich bin's auf jeden Fall.